Am letzten Aprilwochenende besuchten zahlreiche Besucher die 17. Westfälischer Leistungsschau in Ramstein-Miesenbach. Mit den Schwerpunkten in Gesundheit, Handwerk, Dienstleistungen und einem Streetfood-Event wurde wieder einiges geboten. Im Stadtkern mit dem Kongresscenter Ramstein präsentierten über 70 Aussteller ihre Firmen, Produkte und Angebote. Wie ein Magnet lockte auch diesmal wieder das Streetfood-Event auf dem Prometheusplatz mit 24 unterschiedlichen kulinarischen Spezialitäten hungrige Gäste aus allen Richtungen an. 348 Firmen und Betriebe, die über 5300 Arbeitsplätze bieten, dies sind eindrucksvolle Zahlen für eine Kleinstadt wie Ramstein-Miesenbach, betonte Bürgermeister Ralf Hechler als Schirmherr mit Marktleiter Joachim Felker und Burgelstein vom Werbering Ramstein-Miesenbach. Auch begrüßte Hechler zugleich die Partner der Fördergemeinschaft aus Langstuhl sowie Gäste aus der Politik wie Anita Schäfer vom Bundestag. Zu entdecken, zu sehen und zu erfahren gab es viel und die hungrigen, geschmacksfreudigen Gäste standen vor der Qual der Wahl. Aus ganz Deutschland und Österreich waren sie gekommen, die Foodtrucker mit ihren Köstlichkeiten. Fleischspezialitäten, wo man nur hinschaute, aber auch die Naschkatzen kamen nicht zu kurz. Neben einer Autoschau von diversen Autohäusern wurde von den Ramsteiner Stadtwerken die Mobilität mit Saft aus der Steckdose vorgestellt. Im Außenbereich zeigten sich zudem auch mehrere Firmen mit dem Schwerpunkt Fenster und Türen. Am 26. Mai sind wieder Wahlen. Was überhaupt gewählt wird und wer sich aufstellt, dies konnten die Messebesucher beim Stand der örtlichen CDU aus Ramstein-Miesenbach erfahren. Informieren und beraten lassen. Beim Schwerpunkt Gesundheit waren im CCR viele Sanitätshäuser dabei, um ihre Leistungen und Hilfsangebote zu präsentieren. Auch war die Abteilung der Chirurgie vom St. Johannes Krankenhaus aus Langstuhl vertreten und man bekam hier einen interessanten Einblick in die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Bereich Tourismus und Wellness gab es ebenfalls viele umfangreiche Freizeitangebote zu entdecken. Wenn der große Durst ruft. Leckere Säfte bot die Firma Lösch mit vielen Geschmacksvariationen an, um den Durst zu löschen. Für eine kleine Spende an das Hospiz der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern bastelten Thomas und Holger vom Tante Lilly-Team fleißig viele bunte Luftballonmotive, um den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 2 Tage lang konnte man sich ausgiebig informieren, umfangreich beraten lassen, vieles entdecken, Neues ausprobieren und natürlich auch einkaufen. Und das gut besuchte Streetfood-Gelände war ebenfalls ein Erfolg. Oder wie sehen das die Verantwortlichen der 17. Leistungsschau? Ich denke mal, es war eine sehr gelungene Leistungsschau und der Besuch gibt uns recht. Ebenfalls natürlich der Verkaufssonntag, sehr, sehr gut besucht. Und ich muss sagen, ich bin glücklich und zufrieden, dass die Leistungsschau so toll angenommen wurde wie dieses Jahr. Ich danke allen Ausstellern, die wirklich hier mit Mühe und Arbeit und Schweiß und Fleiß vorbereitet haben, damit die Leute, die heute wirklich zuhauf kommen, sich wohlfühlen, informieren können und einen tollen Service geboten kriegen. Dankeschön an alle, die Ramstein mal wieder besucht haben. Und denken Sie daran, der Weg nach Ramstein lohnt sich immer. Im nächsten Jahr darf dann wieder die Fördergemeinschaft aus Langstuhl alle herzlich zur Sicking-Messe nach Langstuhl einladen.